Moin oder schönen guten Tag. Was haben wir da? Und zwar habe ich von meinem sehr guten Freund Boris Leipert und Dealer etwas Schönes zugeschickt bekommen. Bluetooth Battery Care von GT Power. Ich habe mich damit die letzten 2-3 Tage beschäftigt. Richtig cool, lohnt sich, bleibt dran. Auf jeden Fall, es ist ein richtig, richtig, richtig cooles Teil. Erst dachte ich erst, ja gut, okay, wieder so ein kleiner elektronischer Gimmick und hin und her und obsassa. Aber was das Ding kann und wofür man das benutzen kann, ein riesen Sicherheitsfaktor zusätzlich zum Laden. Ein Logger für eure LiPo-Daten und so weiter. Das ist echt, echt geil, das Teil. Ich hole euch mal näher ran, wir packen es mal aus und dann gucken wir uns das Schmuckstück mal an. Ja, der Boris sagte zu mir, komm hier, ich schick dir mal was. Kannst du dir mal anschauen. Gucken wir jetzt erstmal, was wir da alles haben. So, wir haben natürlich als erstes die Anleitung. Bluetooth Battery Care. Ein Datenlogger, ein Bluetooth Datenlogger. Vorne auf dem kleinen Karton könnt ihr euch per Scanner natürlich für iPhone und Android einmal die App runterladen fürs Handy. Das zeige ich euch gleich noch an meinem Gerät. Unten jeweils habe ich hier einen Haken für 4S. Diese gibt es für 2, 3, 4, 5, 6S. Dieses hat jetzt, das bezieht sich nicht aufs Gerät, sondern das bezieht sich lediglich auf das Adapterkabel. Ihr habt hier, kommt das Bluetooth-Modul dran. Hier kommt der Akku dran. Und hier könnt ihr zum Beispiel ins Ladegerät gehen. Das ganze Gerät bekomme ich nochmal für 6S. Und da gibt es einen ganz kleinen winzigen Trick, wie man dann den 6S-Stecker ein wenig umbasteln kann, dass in den 6S-Stecker auch 2, 3, 4, 5S reinpassen. Sonst gibt es diese Stecker nämlich in 2, 3, 4, 5, 6S-Varianten. Ich kriege den 6S-Stecker, den man dann mit einem ganz klein wenig umbasteln natürlich jeder auf seine Verantwortung individuell benutzen kann. So, was haben wir sonst noch? Wenn man den Karton umdreht, haben wir einmal natürlich hier oben die Erklärung, was das Gerät kann. Wir haben hier die Symbole, was die eigentliche Beleuchtung bedeutet. Ist eine LED dran, eine Status-LED. Ein kleines bisschen Erklärung. Und ganz interessant, ihr könnt den App hier unten scannen. Am Handy habe ich es jetzt nicht hingekriegt. Er macht die Seite nicht auf. Ist eine chinesische Seite. Da ist die Anleitung noch ein kleines bisschen besser. Ihr scannt den App mit dem Handy und schickt euch den irgendwie per E-Mail. Und dann könnt das am Laptop aufmachen und könnt euch hier eine kleine Anleitung runterladen, die ein kleines bisschen umfangreicher ist. Das erstmal dazu. So, dann wie gerade schon mal gesagt, gibt es hier die Adapterkabel. Das ist der kleine Port, der dann in das Bluetooth-Gerät reinkommt. Das ist die Akkuseite. Die habe ich bei mir schon ein kleines bisschen modifiziert, dass ich hier auch 2-3S reinkriege. Das ist jetzt ein Adapter für 4S. Und man sieht, hier oben ist auch nur 4S belegt. Diese Seite ist Akku, diese Seite ist ladegerätseitig, das zeige ich euch noch später. Gut, ihr habt da noch ein paar Strapse bei hier. Das Gerät selbst ist, wie ihr seht, klein und schnucklig. Gibt es auch nicht wirklich viel zu erklären. Wir haben vorne einmal einen kleinen Powerknopf. Damit kann ich die Verbindung trennen. Und auch die Verbindung mal wieder aufbauen, wenn sie mal abgerissen ist. Eigentlich verbindet er sich automatisch auch sowas selber. Was man halt nun mal sagen muss, ist, das ist ein Bluetooth-Modul. Die Reichweite im freien Raum liegt zwischen 10 und 20 Meter. Das hatte ich vorhin mal ausgetestet. Im Haus in der unteren Etage ist das soweit auch erstmal alles kein Problem. Gut, wir haben hier den eigentlichen Anschluss. Und an der Seite haben wir nochmal einen kleinen On- und Off-Knopf, den man so eigentlich erstmal immer auf
on lassen kann. Ne? Also schnuckliges kleines Teil, das ist auf jeden Fall soweit nice. Schließen wir das Ganze mal an einen Akku an. Was das Gerät kann, das ist euch Daten senden, aktuelle Statusdateien, was die Spannung angeht von euren Lipos. Das heißt, ihr habt eine App auf dem Handy installiert, ist ziemlich simpel, verbindet per Bluetooth das Bluetooth-Modul mit eurem Handy und habt dann in der App eine Oberfläche. Diese Oberfläche werde ich euch gleich einmal einblenden. In dieser Oberfläche könnt ihr die ganzen Daten eingeben, die euer Akku hat. Ihr könnt ein Bild oben reinmachen von eurem Akku. Ihr könnt die Entladerate, die Laderate, die Kapazität eingeben. 2, 3, 4, 5, 6S und so weiter könnt ihr eingeben. Und oben kann man auch ein schönes Bild vom Akku machen. Diese Daten zeige ich euch gleich. Und dann, wenn ihr dieses Gerät an euren Akku ansteckt, könnt ihr auf dem App die Spannung sehen, den Spannungsverlauf sehen, beim Fahren oder auch beim Laden. Sehr interessant finde ich das, wenn man zum Beispiel ein Ladegerät hat, die nicht unbedingt WLAN oder Bluetooth fähig sind und kein Modul haben, schließe ich dieses Modul einfach zwischen den Balancer und lasse es beim Laden einfach mitlaufen. Das heißt, während des Ladevorgangs sendet das Bluetooth-Gerät mir die aktuelle Spannungslage. Einmal mit einer Grafik und einem Balkendiagramm und sendet uns die ans Handy. Das heißt, ich mache den App auf dem Handy auf und kann mir, während das Gerät lädt, die Daten auf dem Handy angucken. Selbstverständlich sollen wir unser Ladegerät beim Laden nicht alleine lassen, aber wir wissen ja alle, man geht mal aufs Klo, geht sich mal was trinken, wie auch immer, und hat dann die Möglichkeiten, obwohl das Ladegerät kein Bluetooth hat oder auch kein WLAN hat, sich, wenn man 10, 15 Meter entfernt ist, auf seinem Handy die aktuellen Daten anzugucken. Finde ich absolut klasse, absolut genial. Zusätzlich mache ich gleich noch eine kleine Testfahrt. Das heißt, man kann dieses Gerät natürlich auch ans Auto und lässt es während der Fahrt mitlaufen und hat dann permanent Daten, wie der Spannungsverlauf bei der Fahrt ist. Und kann sich, egal wann, egal wie, auch diesen Screen, diese Daten zum Beispiel, abfotografieren. Man kann hier, dieses Gerät ist gebunden zu einem Akku. Man kann also jetzt hier nicht 10, 12, 13 Akkus, das heißt, ein von diesen kleinen Modulen speichert man dann mit einem Akku. Und dieses Gerät zeigt einem zum Beispiel auch an, wurde er schon mal zu tief entladen oder wurde er vielleicht mal aus irgendeinem Grund vielleicht mal überladen. Diese ganzen Grafiken zeige ich euch gleich. Und das ist ein winziger kleiner Datenlogger, der rein theoretisch, wenn man sich einen neuen Akku kauft, euren Akku begleitet. Also ein cooles Gimmick. Also ein Datenlog für euren Akku, das kennt man auch mittlerweile von anderen Herstellern, die sowas anbieten, wo die eigentlichen Lipos dann oben einen Chip drin haben. Diese Lipos aber so aktuell nicht wirklich gut verbreitet sind. Die Lader geht so, aber auch sehr kostspielig sind. Ne? Und das Ding kriegt ihr natürlich, könnt ihr ab heute bei Spielzeugkiste Apen vorbestellen. Der kriegt, soweit ich weiß, der Boris, auch die als 6S-Varianten rein. Und das ist jetzt ein XH-Stecker für 4S. Wir haben also 5 Pins. Ich, auf meine eigene Verantwortung natürlich, habe den unteren Stich rausgenommen. Somit kriege ich 2, 3S rein und kann natürlich mit diesem Gerät auch meine 2S-Akkus oder meine 3S-Akkus kontrollieren und überwachen. Diesen Umbau natürlich macht jeder auf eigene Gefahr. Das schon mal vorab. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal die ganze Geschichte an, wie man den bindet, wie man den einfügt, welche Datei ihr dann seht, was ihr dort einspeichern könnt und was da App eigentlich bietet. Dann gucken wir uns noch an, wie das am Ladegerät aussieht, wenn wir es am Ladegerät anschließen, und danach schauen wir das Ganze nochmal, wenn wir unterwegs sind im Auto. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, dafür muss mein Junior gleich erstmal wach werden. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich nochmal mit dem Auto an. Wenn ihr dann den Akku anklemmt, die Leuchte leuchtet jetzt hier in grün, weil der App nicht an ist, weil ich natürlich mit meinem Handy, wo der App drauf ist, jetzt gerade auch filme. Das heißt, wenn ihr dann euren App öffnet, blinkt die LED blau und
dann könnt ihr euch mit dem Device auch automatisch verbinden. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr habt also den Akku verbunden, dann macht er natürlich, jo, okay, wollen wir haben, ja, alles klar, yes, machen wir natürlich jetzt, das ist auch richtig. Dann können wir als erstes auf die Kamera gehen, können ein Foto aus dem Album nehmen oder wir können auch direkt ein Foto aufnehmen. Das könnt ihr so machen, wie ihr gerade haben wollt. Dann haben wir als nächstes Battery Guy, da braucht ihr nur auf den eigentlichen Ordner hinten, auf das Ordnerbild und könnt dort dann euren Akkunamen eingeben. Ich glaube, nehmen wir nur 8 Zeilen oder so, dürft ihr dann Battery Brand, das, was ihr halt gerne möchtet. First Use Datum trägt ihr natürlich ein. Unten in den Daten könnt ihr natürlich, wir haben jetzt ein 4S, wir haben 5400 mAh. So, wir haben dann auch Lade-Entladeraten, die wir dort eingeben können. Drücken dann ganze Zeit OK und dann seid ihr eigentlich damit schon fertig. Und nochmal hinzuzufügen, zu benutzen ist das Ding natürlich für LiPo, LiAV, LiO und LiFi. Da sieht man auch, Working Current auf Modul sind 10 mA, Standby sind verdammt wenig. Da braucht man sich also erstmal soweit überhaupt keine Sorgen machen. So, wir haben jetzt hier mal den Ladevorgang vorhin einmal durchgeführt. Das heißt, wir haben hier unseren Atem-Akku, unseren GT Power V6 Duo. Haben dann an dem Adapter, am Balancer bis zum Ladegerät, das Bluetooth-Gerät zwischengeschliffen. Und dieses sendet, während wir natürlich dann laden, permanent die Daten an unseren App, welches wir dann die ganze Zeit online verfolgen können. Das heißt also, wenn man dann also ein Ladegerät hat, was nicht WLAN oder Bluetooth-fähig ist, was man über eine App verfolgen kann, hat man natürlich die Möglichkeiten, gerade beim Ladevorgang online sich die Daten anzuschauen. Das habe ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Das ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, weil wir wollen ja nur mal ehrlich sein, dass keiner sitzt ja, wenn er seine 6, 7, 8 Akkus lädt, permanent daneben und guckt. Und so hat man dann halt die Möglichkeiten, auch wenn man aufs Klo geht, sich seine Akkudaten anzuschauen. Finde ich, ehrlich gesagt, richtig genial. So, dann wollen wir gleich mal eine Runde fahren gehen, uns das auch nochmal anschauen. Wir wollen uns mal die Reichweite anschauen. Wie gesagt, wir haben hier Bluetooth. Ich denke mal, irgendwas zwischen 10 und 20 Metern. Im Haus hier auf der eigentlichen Etage ist es kein Problem. Da kann man sich frei bewegen. Und draußen in freier Wildbahn gucken wir uns dann gleich mal an, wie da die Reichweite ausschaut. Muss ich nur gucken, dass ich meinen Junior wach kriege. Ich habe dann zum Beispiel jetzt erstmal so zum Testen, ich hebe hier einfach doppelseitiges Spiegelklebeband, klebe mir den einfach oben mit auf dem Akku drauf. Wenn man den dann hier verbindet, fängt er natürlich auch sofort an zu blinken. Und das Ganze kann man sich mit Kabelbindern noch ein kleines bisschen hübsch machen, wenn man unbedingt meint, stört soweit, aber erstmal gar nicht. Ich habe jetzt natürlich erstmal testweise an meinen schönen Rival angeschlossen. Da werden wir dann gleich mal eine kleine Testfahrt mitmachen. Ich habe es jetzt gerade schon mal im Stand ausprobiert. Im Stand ist natürlich die Last sehr gering. Man kann aber auf dem App dann schon sehen, wie die Spannung, ja, natürlich sehr, sehr, sehr minimal, weil die Last gering ist, dass die Spannung schön online die Kurve langsam fällt. Ist total cool. Es ist total genial. Das heißt also gleich während der Fahrt, wo die Last natürlich auch deutlich höher ist, wie jetzt im Stand hier. Im Stand ist sie ja relativ mau. Werden wir dann gleich bei der Fahrt auf jeden Fall deutlicheren
deutlichere Bewegung in der eigentlichen Grafik sehen. Und die Reichweite wollen wir dann natürlich auch mal schauen, wie sie aussieht. Und jetzt also nochmal den kompletten Funktionsumfang. Ihr habt also den App geöffnet, euren Bluetooth-Care angeschlossen am Akku und oben rechts seht ihr dann Manage. Da geht ihr auf Scan Device und da ihr den vorher ja eingespeichert habt, zeigt er euch den natürlich direkt an. Das klickt ihr dann wiederum an das Feld und dann öffnet sich die Seite mit den Daten, die ihr eingegeben habt, die vier Zellen. Da steht zum Beispiel auch Unterladen, Überladen. Ihr habt den aktuellen Spannungsverlauf und ihr habt unten ein schönes Balkendiagramm, was euch gezeigt wird. Wenn ihr auf die gespeicherten Daten geht, könnt ihr unterschiedliche Fotos machen von den Akkuzuständen. Ich hatte auch schon mal 2 und 3 S dran, habe dort auch Fotos von gemacht. Und dort habt ihr mit einer Datenbank von... So, ich bin jetzt draußen mal ein Junior. Wir haben hier den Atem-Akku, haben hier mal einen Creton genommen, da sind die Ströme ein bisschen höher. Haben das Bluetooth-Gerät an den Akku angeschlossen. Hier hinten haben wir natürlich schön alles fixiert, damit da nichts dran kommt. Leo wird gleich aufnehmen und wird dann währenddessen er aufnimmt natürlich umswitchen auf den App, damit wir sehen, was da bei der Fahrt passiert. Ich lasse auch mal die Karo runter, damit wir gleich mal gucken können. Das Bluetooth-Gerät blinkt gerade grün, das heißt, der ist in Standby. Wir sehen uns dann gleich auf dem App wieder. Bis gleich.